Der eigene Urlaub inspiriert mich zu weiteren Themen, zum Ferienumgang mit Kindern bei gemeinsamer elterlicher Sorge. Immer wieder ein Thema ist es, wenn die Kinder die Ferien zum Beispiel relativ lange bei einem Elternteil verbringen, ob dann auch Unterhalt geschuldet wird, wenn dieser Ferienumgang länger als einen Monat am Stück dauert oder zum Beispiel mal die ganzen Sommerferien bei einem Elternteil verbracht werden, weil der vielleicht im Ausland lebt. Da gibt es eine BGH-Entscheidung, die schon sehr alt ist, ich würde mal sagen Mitte der 90er Jahre, wo entschieden worden ist, auch dann ist Unterhalt zu bezahlen von dem Elternteil, mit dem die Kinder da Umgang haben, weil man einfach sagt, die ganzen Bereitstellungskosten, Wohnen, Kleidung, das fällt weiterhin an. Und es wäre auch extrem schwierig, das dann genau zu bemessen und zu sagen, wie würde man bestimmte einzelne Zeiten rausstreichen. Also das ist absolut noch nicht der Fall, muss man sagen, dass hier differenziert wird und dann der Unterhalt vielleicht gekürzt wird in der Ferienzeit. Es gibt allerdings eine Initiative für eine Gesetzesänderung, dass bei Betreuungsmodellen, die ein Wechselmodell sind oder die schon fast einem Wechselmodell entsprechen, es Auswirkungen auf den Unterhalt haben soll, wenn der andere Elternteil eben auch seinerseits entsprechend Wohnraum bereitstellen muss, Kleidung bereitstellen muss und ähnliches. Bei den Ferien ist es nach wie vor, dass der Unterhalt einfach weiter durchläuft. Großes Thema zwischen Eltern ist auch immer wieder, gerade wenn beide Eltern voll berufstätig sind, wie werden überhaupt die 12 oder 13 Ferienwochen abgedeckt von beiden Elternteilen? Auch da ist es so, die Ferien sind hälftig von beiden Eltern abzudecken. Wenn ein Elternteil das nicht alleine bewerkstelligen kann aus beruflichen Gründen, was sehr häufig der Fall ist, wenn es nicht sogar auch der Regelfall ist, ist es im Grunde genommen immer ein Gebot der Fairness, sich dann zu überlegen, okay, wie werden diese Ferienzeiten denn überbrückt? Ich mache es im Grunde genommen immer so bei Scheidungsfolgenvereinbarungen, dass ich dieses Thema anspreche und im Grunde genommen ein Bewusstsein dafür schaffe und sage, es gibt 6 Wochen Ferien, die die Eltern gemeinsam überbrücken müssen. Ist es nicht richtig, dass der Elternteil, der sagt, tut mir leid, ich kann nicht 3 Wochen übernehmen, ich kann nur 2 oder sogar nur 1 Woche übernehmen, dann sagt, okay, für die übrigen 2 Wochen bin ich bereit, eine Ferienbetreuung bestenfalls zu organisieren und auch zu finanzieren oder eben zu sagen, ja, ich bin bereit, da den entsprechenden Kostenbeitrag zu übernehmen. Ein Elternteil zum Beispiel, da war es so, dass die Kinder dann immer eine Ferienveranstaltung in München gemacht hatten. Das hatten sie schon vor der Trennung gemacht. Die Mutter hat sich bereit erklärt, die Kinder da immer hinzufahren, morgens, abends wieder abzuholen. Der Vater hat die Beträge dann entsprechend gezahlt, weil er sehr viel gereist ist, beruflich sehr eingespannt war und diese Zeiten überhaupt nicht abdecken konnte. Solche Vereinbarungen sind umfassend. Solche Vereinbarungen formen diese neue Lebenswelt nach der Trennung dann entsprechend für die Kinder perfekt aus. Die Kinder kriegen mit, die Eltern ziehen nach wie vor an einem Strang. Die Eltern sind nicht 2 Lager, sondern die Eltern setzen sich zusammen, kommunizieren darüber und finden eine gemeinsame Lösung. Das sind wirklich Sachen, die absolut wichtig sind meines Erachtens und die viel zu häufig übersehen werden oder die einfach aufgrund der streitigen Situation zwischen den Eltern auch gar nicht so zwischen ihnen besprochen werden können. Auch da wieder der Rat, sich in eine Fachberatungsstelle zu begeben, wenn es während des Scheidungsverfahrens ist, noch mit den Anwälten zu kommunizieren, um auch solche Lösungen im Detail gemeinsam zu besprechen und auch zu erarbeiten. Und zuletzt noch vielleicht ein Punkt zur Frage, wer packt die Koffer, was wird mitgenommen, muss der andere Elternteil die Feriensachen bereitstellen. Auch da gilt es grundsätzlich zu sagen, Kommunikation miteinander. Häufig ist es so, dass natürlich in beiden Haushalten schon entsprechend Kleidung und ähnliches vorhanden ist. Dann gibt man, was weiß ich, nur den Koffer mit. Wenn spezielle Sportgeräte mitgehen, werden die natürlich mitgegeben. Der Tennisschläger, der Golfschläger, was auch immer, die Ski im Süden, wenn Ski gefahren wird. Da müssen die Kinder erleben, dass es nicht 2 Lebenswelten gibt, sondern dass die Kinder auch hier Eltern haben, die zusammenwirken. Und dann natürlich eigentlich auch die Selbstverständlichkeit, wenn man Sachen, Kleidung mitgibt, dann werden die bei dem Elternteil, der Ferienumgang hat, gewaschen und dann bitte auch wieder sauber zurückgebracht. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, geht aber oft eben auch in der gerade akuten Trennungsphase so ein bisschen das Bewusstsein für verloren. Aber ich denke, da sollte man sich ruhig an der eigenen Nase fassen und sagen,
das kriege ich hin, da bin ich fair zum anderen Elternteil und so viel Aufwand ist es dann letztlich auch nicht. Denn im Ergebnis ist es für die Kinder angenehm, dass sie dann wieder zurückkommen in den Haushalt und einfach sagen können, ja, die Wäsche ist gemacht oder sie kriegen zumindest mit, dass sich der andere Elternteil nicht darüber aufregt, dass er sie dann waschen muss. Kleiner Tipp am Rande. Ich kann da nicht, wenn du dann sprichst.